Hallo ihr Lieben, willkommen zurück auf meinem deutschen Blog aus Südkorea. Habt ihr gewusst, dass man in Korea ein Stückchen Deutschland finden kann? Und zwar ganz im Süden an der südlichen Küste. Da gibt es tatsächlich ein deutsches Dorf. Ich war vor kurzem in Namhae, hier in Südkorea. Das ist an der südlichen Küste. Das ist eine relativ große Insel, ich glaube die fünftgrößte in Korea. Da gibt es tatsächlich ein deutsches Dorf. Das heißt auch Drugilmal, also deutsches Dorf. Das ist eigentlich relativ bekannt hier in Korea. Ich glaube, unter Koreanern kennen das schon so einige. Ich war eigentlich sehr gespannt, dieses Dorf besuchen zu können einmal. Ich wollte das unbedingt einmal sehen und gucken, wie deutsch ist denn dieses deutsche Dorf eigentlich hier in Korea. Auf einer Reise hatte ich tatsächlich die Möglichkeit, mal dieses Dorf zu besuchen, kurz. Und das war eigentlich sehr, sehr spannend, weil es fühlt sich nicht wirklich wie Deutschland an. Es sieht so ein bisschen wie Deutschland aus. Also es hat tatsächlich so diese gelblich-weißen Häuser aus Deutschland mit den roten Dächern und so weiter und so fort. Also mit irgendwelchen Vorgärten, Blümchen auf der Veranda. Sieht sehr, sehr schön aus. Es hat eine sehr schöne Atmosphäre. Sieht schon so ein bisschen wie so ein typischer Vorort in Deutschland aus oder wie so eine typische deutsche Nachbarschaft aus, ja, mit privaten Häusern. Aber ich muss sagen, die ganze Atmosphäre an sich hat sich nicht so ganz wie in Deutschland angefühlt. Und zwar, weil der Ort, wo dieses Dorf angesetzt ist, ist sehr, sehr speziell, weil ihr müsst wissen, dass die südliche Küste von Korea ist so ein bisschen subtropisch. Das heißt, die ganze Natur plus die koreanische Landschaft, das heißt die ganzen Berge dort, Pflanzen, die Natur, es liegt auch direkt am Meer, weil es auf einer Insel ist. Ja, also man kann, wenn man so ein bisschen weiter oben auf die Hügel steigt von dem Dorf, kann man von dort auch das Meer sehen, so eine Bucht. Es ist halt sehr interessant. So ein, sagen wir mal, ist schon so ein typisch deutsches Dorf in einer subtropischen koreanischen Landschaft zu sehen, die man eigentlich normalerweise auch als Tourist von außerhalb vielleicht gar nicht so erwartet, weil man meistens ja eher nach Seoul reist oder nach Busan. Ja, also Busan ist ja auch eine sehr große Stadt, aber Busan hat trotzdem auch nicht die gleiche Atmosphäre und nicht so ganz die gleiche Natur wie die wirklich südliche Küste, weil Busan ist so ein bisschen östlicher, so an der östlichen Ecke von Südkorea. Es sieht einfach sehr interessant aus, diese Mischung aus subtropischer koreanischer Natur und Landschaft mit einem deutschen Dorf zusammen verbunden. Jetzt stellt ihr euch vermutlich die Frage, was ist das überhaupt für ein Dorf und warum ist das überhaupt da? Das Dorf hat eigentlich eine sehr interessante Geschichte, die sehr eng mit Deutschland verbunden ist. Also es ist nicht einfach so zu Marketingzwecken irgendwie da, sondern es hat tatsächlich eine Verbindung zu Deutschland. In den 60er und 70er Jahren sind sehr, sehr viele Koreaner nach Deutschland gekommen als Gastarbeiter. Ich glaube, das waren so um die 7000 Männer, die als Bergarbeiter in Deutschland gearbeitet haben und irgendwas über 10.000 Frauen, die als Krankenschwestern nach Deutschland gekommen sind. Und die haben halt mehrere Jahre in Deutschland gearbeitet. Dadurch haben sie auch Korea finanziell geholfen, weil sie haben quasi das Geld, das sie in Deutschland verdient haben, nach Korea geschickt. Und Korea, gerade auch nach dem Koreakrieg, musste Korea halt wieder aufgebaut werden. Diese Gastarbeiter, die nach Deutschland gekommen sind, haben halt auch viel Geld nach Korea geschickt, zu ihren Familien, die entsprechend auch die Wirtschaft in Korea angekurbelt haben. Viele von ihnen sind wieder zurückgekehrt. Manche sind übrigens auch bis heute noch in Deutschland geblieben, weil es ihnen dort vielleicht besser gefallen hat. Viele haben auch geheiratet. Also haben einen deutschen Partner gefunden und sind bisher immer noch in Deutschland geblieben. Diejenigen, die wieder zurückgekommen sind, haben halt als Dank von der koreanischen Regierung ein Haus in diesem deutschen Dorf bekommen. Teilweise tatsächlich für touristische Zwecke, aber auch um quasi so ein Dankeschön an diese Gastarbeiter, haben sie dieses Dorf bekommen, wo sie leben konnten. Also auch mit Haus und Gärten und sowas. Dafür sollte aber das Dorf eher zu touristischen Zwecken auch genutzt werden. Und das ist halt relativ
Interessant, weil an dieser Stelle verbinden sich tatsächlich dann die koreanische und die deutsche Kultur in diesem Dorf, was sehr cool ist. Und wenn ihr mal dorthin reist, sieht man, dass da diese Verbindung ist. Und wie äußert sich diese Verbindung eigentlich im Dorf? Also wie schon gesagt, es fühlt sich nicht so ganz wie Deutschland an, vor allem wegen halt dieser ganzen Umgebung, Berge, Meer. Also es ist wirklich eher so tropisch und das fühlt sich nicht wirklich wie Deutschland an. Aber wenn ihr durch die Straßen lauft, findet ihr trotzdem so Restaurants zum Beispiel mit Currywurst, deutsches Bier, wobei ich sagen muss, dass da, ich glaube, hauptsächlich eher so bayerische Marken sind. Also ich habe jetzt nicht so viele Biermarken gesehen, die ich persönlich kenne. Ich komme aus Nordrhein-Westfalen und deswegen, ja, da gibt es jetzt nicht so wirklich unsere Marken dort. Ich weiß, dass es auch in Namhae eine eigene Brauerei, glaube ich, gibt, soweit ich weiß. Also man kann da auf jeden Fall auch deutsches Bier trinken, auch deutsches Essen finden. Also da gibt es auch Haxen und sowas alles, Currywurst und so andere interessante Sachen. Also in kleinen Shops findet ihr dann auch irgendwelche deutschen Snacks wie Toffifee und so weiter und so fort. Also das war ganz interessant, aber auch gemischt mit anderen Sachen, zum Beispiel auch mit französischen und italienischen Sachen. Man findet dort übrigens auch deutsche Weine, also so Riesling habe ich gesehen, das war auch ganz cool. Und natürlich gibt es auch deutsche Bäckereien dort. Wir haben tatsächlich mal eins gefunden, die machen auch Brezel und deutsches Brot und zum Beispiel auch Stollen gibt es da auch zu kaufen. Also das war schon ganz cool. Auch der Besitzer von der einen Bäckerei, wo wir waren, der verkauft zum Teil auch deutsche Weine, also wirklich gute Weine. Wir durften auch eins probieren, also der war ganz cool. Hat sehr viel Spaß gemacht, mal die Bäckerei zu besuchen. Also ich habe jetzt leider nicht in den Restaurants gegessen. Ich habe leider nicht die Currywurst probiert. Also ich bereue es jetzt ein bisschen, dass ich das doch nicht gemacht habe, weil wir waren relativ kurz dort. Aber es gibt dort ein sehr berühmtes, im Dorf selber berühmt, Jujia-Eiscreme. In Deutschland wird das vermutlich keiner kennen oder die wenigsten werden wissen, was überhaupt Jujia ist. Jujia ist so eine Zitrusfrucht hier aus der Region. Ja, also mehr so Korea. Ich weiß nicht, ob es in anderen Ländern hier drumherum das gibt, aber in Korea ist halt Jujia sehr, sehr bekannt. So eine Zitrusfrucht, so ein bisschen wie eine Zitrone, aber süß. Also in Deutschland kann man auf jeden Fall zum Beispiel Jujia-Tee kaufen. Ja, das ist so eingelegte Stücke aus der Frucht in Honig, glaube ich, meistens. Und das könnt ihr einfach in heißes Wasser reintun und ja, mit heißem Wasser vermischen. Also, das habe ich auch in Deutschland gekauft. Das ist sehr lecker. Und im deutschen Dorf gibt es halt diese Jujia-Eiscreme. Wobei es in Deutschland ja natürlich gar keine Jujia gibt. Also, ich wusste das auch nicht, bis ich mit Korea in Verbindung gekommen bin. Aber es war sehr, sehr lecker. Falls ihr irgendwann mal ein Stückchen Deutschland in Korea sehen wollt und im deutschen Dorf seid, könnt ihr sehr, sehr gern die Jujia-Eiscreme probieren. Und im deutschen Dorf gibt es natürlich auch ein Oktoberfest übrigens, also im Oktober. Ich glaube, das ist zwar nur ein Wochenende, was die dort machen, aber da kann man auch halt zum Oktoberfest mal gehen. Vielleicht kann ich mir das ja dieses Jahr mal angucken, im Oktober mal gucken. Es gibt auch ein Museum zur Geschichte, also wirklich, wie das Dorf entstanden ist mit den Bergarbeitern und den Krankenschwestern und so weiter und so fort. Also es ist sehr interessant, einfach mal die Entstehungsgeschichte des Dorfes zu kennen und zu erfahren, dass es da so eine ja schon starke Verbindung zwischen Deutschland und Korea gegeben hat. Für mich als jemand, der aus NRW kommt und gerade auch aus dem Ruhrgebiet, wo Bergbau auch so ein Riesending war, ist es halt interessant, diese Verbindung zu sehen. Ich habe auch im Ruhrgebiet diese Koreaner getroffen, die als Gastarbeiter nach Deutschland gekommen sind und die immer noch dort geblieben sind. Also es gibt halt auch Vereine in Deutschland von den koreanischen Krankenschwestern und ich glaube auch von den Wegarbeitern, wo sie sich dann treffen. Also es ist halt recht interessant zu sehen, wie sich das so ein bisschen gespalten hat, wie ein Teil dieser Koreaner wieder zurückgegangen ist und was sie daraus gemacht haben und ein anderer Teil, der halt immer noch in Deutschland geblieben ist und wie sie in Deutschland leben, ja, also sie machen auch Veranstaltungen und die versuchen auch in Deutschland halt die koreanische Kultur aufrechtzuerhalten und interessanterweise unterscheiden sich die Koreaner in Deutschland und Koreaner hier, die wieder zurück in Korea sind, gar nicht so sehr. Also wenn ich mir angucke, was diese Menschen an Interessen haben und immer noch mögen und wie sie sich verhalten, also es ist sehr, sehr ähnlich. Da ist die koreanische Kultur gar nicht so abhanden gekommen in Deutschland.
Deutschland bisher immer noch. Und es ist schön zu sehen, dass es in Korea ein Stück Deutschland da ist. Ja, wenn man mal Heimweh hat und in Korea ein bisschen länger ist, dann kann man halt das deutsche Dorf besuchen, auch über Deutschland mal sprechen mit jemandem, der tatsächlich auch dort jahrelang gelebt hat und gearbeitet hat. Ja, das war ein sehr, sehr spannendes Erlebnis. Ich hoffe, ich kann da bald nochmal hinreisen, vielleicht mal für länger, für ein Wochenende zumindest, und das Dorf mal wirklich komplett erkunden, jede Ecke mir mal angucken, mal die Currywurst probieren. Wenn man weg aus Deutschland ist, da freut man sich auch über solche Kleinigkeiten wie Currywurst in Südkorea. Schreibt doch mal in die Kommentare, ob ihr gewusst habt, dass es so ein deutsches Dorf in Korea gibt und was ihr davon haltet. Ich freue mich auf eure Rückmeldungen. Vergesst nicht, das Video zu liken und meinen Kanal zu abonnieren für noch mehr Videos aus Südkorea. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!